Ist die Zeit reif für permanente Identifikatoren in Open Source? Ein Identifikator ist ein mit einer bestimmten Identität verknüpftes Merkmal zur eindeutigen Identifizierung des tragenden Objekts. Hier das Beispiel Schloss Rapperswil, wie Sie es kennen aus Open Bitmap. Warum braucht es Identifikatoren überhaupt? Es braucht sie zum Auffinden und andererseits zum Verlinken und Verknüpfen. Das Auffinden ist sehr wichtig, denn offen und da zu sein alleine genügt nicht. Und mit Verknüpfen meine ich andere Daten, wie zum Beispiel Wikidata, Behördendaten und private Daten, auf OpenStreetMap zeigen lassen zu können, ohne OpenStreetMap zu belasten. Das Potenzial ist enorm. Die Wissenschaft hat schon vor Jahren erkannt und Projekte wie Linked Geodata oder GeoVectors gibt es da. Und außerdem gerade aktuell ein Workshop extra zu diesem Thema. Dann sind die Kartografiebehörden aufmerksam geworden und natürlich auch an der Foskis. In schönem Abstand von etwa 4 Jahren wurde über einen Vorschlag eines permanenten Identifikators berichtet. Hier als Vorschlag Wikidata. Warum ist jetzt aber der OSM-Type und OSM-ID nicht genug? Es ist okay, sagt die Nominativdokumentation, die ich auf Deutsch übersetzt habe. Hier aber denken Sie daran, die Mapper können Orte löschen, teilen, zweiteilen, neu erstellen und diese neuen Objekte erhalten dann eine neue ID, die nicht verlinkt ist. Also dass es genug gut ist für einige Zwecke, sieht man eben zu eigenen Zwecken hier in OpenStreetMap, aber auch die Burgendossierkarte und weitere nutzen es. Man sieht es hier da an diesem OSM-Type und der ID. Eine Relation alleine ohne die anderen Way und Node ist keine Lösung, wie hier in dem Wiki. Im Wiki stehen auch die Anforderungen, denn was wollen wir eigentlich? Wir haben ja Lösungen auf dem Tisch und die Ansätze, die laufen auf eine Kombination von Eigenschaften hinaus, die ich hier zusammengestellt habe, die im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass man Lage und einerseits berücksichtigt den OSM-Type und die Tags oder eine Kombination davon. Nun, Wikidata Tag ist so ein Vorschlag und der ist aber leider nicht universell geeignet. Nicht jedes OpenStreetMap Objekt, da gehört ein Wikidata Tag dran. Auch eine bessere Lösung scheint mir der OSM Type plus die ID plus eine Class dazu zu hängen, wobei als Class gemeint ist hier Place I City oder Historic Castle. Das ist der Vorschlag, der eben im selbigen Nominativdokument steht. Lösungsansätze mit Latitude, Longitude, die laufen alle so auf eine Art Geo-URI-Schema hinaus. Open Reviews bedient sich den Koordinaten, ergänzt mit Name und einer Uncertainty, einer Extension. Der Name macht es aber ein bisschen halb brauchbar, weil nicht alle OpenStreetMap-Objekte Namen haben. Ich habe es dann erweitert mit der Kombination von Koordinaten, OSM-ID-Version, allenfalls ergänzt mit Class. Und das kommt meiner Meinung nach nahe an eine gute Lösung. Was fehlt denn eigentlich? Es fehlen Tools, meiner Meinung nach. Und zwar gibt es natürlich die Permanent ID von Overpass. Das ist eine Teilimplementation einiger erwähnter Aufwände. Das ist als Sprache aber nicht normierend und daher nicht so kompakt und nicht so geeignet. Gesucht sind Tools, die ich Resolver nennen würde, die XML zurückgeben oder GeoJSON. Die bedingen allenfalls eine History-Datenbank im Hintergrund, aber das ist das, was jetzt nötig ist, denn Permanent IDs, persistente IDs sind reif und jetzt ist die Zeit, diese zu implementieren.